Ja, willkommen zu einer neuen Folge von Art of War, Red Tides. Diesmal bin ich an Position 1. Ich habe den ersten Bann. Ich habe ein bisschen spät auf Start gedrückt hier bei der Aufnahme. Und ich bann einfach mal das, was ich ständig gesehen habe. Das riesige Katapult und auch der Raketenangriff wird eigentlich immer gebannt. Ich dachte mir, eigentlich wollte ich 2 gegen 2 machen, aber mir war die Wartezeit jetzt gerade ein bisschen zu lang. Und da ich ganze Weile nicht gespielt habe, dachte ich mir, ich mache das jetzt nochmal so. Damit wir das also 3 Spiele. Ich werde die wahrscheinlich auch relativ kurzfristig hintereinander veröffentlichen und dann schaue ich mal weiter, wie ich das demnächst machen werde. 2 gegen 2 werde ich aber auf jeden Fall dann testen. Wie gesagt, 1 gegen 1 habe ich nicht mehr gesehen im Ranglistenmodus. Gucken wir mal, werde ich auf jeden Fall mal anspielen. Und ich werde mich auch noch mit den Einheiten noch ein bisschen auseinandersetzen, da ich im Moment nicht wirklich viel Plan habe. So, also mittlerweile hat mir das gefallen. Ich habe ja biologische Einheiten, deswegen funktioniert das bei mir ganz gut. Die Formation bleibt im Moment auch erstmal so. Und diesen verflixten Turm, den wollte ich endlich mal benutzen, da muss ich diesmal nur dran denken. Und immer noch den Rückzug finde ich super. Gefällt mir gut. Jetzt müssen wir auf die Gegner noch warten. Falls es so lange warten, dauern sollte, werde ich das noch kurz ein bisschen schneiden an der Stelle. Aber an sich, ich finde das Spiel macht so für zwischendurch, es ist immer sehr schön. Nur das Spiel würde ich wahrscheinlich nicht. Oder dauerhaft. Aber ich finde, es hat einen gewissen Reiz. Ich kann nicht ganz sagen, warum. Aber irgendwie hat es durchaus etwas, was mir gefällt. So, wenn der letzte jetzt noch fertig werden würde. Sonst, wie gesagt, schneide ich an der Stelle. Na gut, er hat sich noch reingekriegt. Also, wer weiß, wie lange die Schlacht diesmal dauert. Und ich fange auch noch an. Oh Mann. Ja gut, am Anfang kann ich viele Einheiten raushauen, klar. Das hat durchaus einen Vorteil am Anfang. Aber ich muss halt den Punkt mitkriegen, wenn ich tauschen muss. Auch diesmal haben wir wirklich mal alle Einheiten, also alle Fraktionen. Ist mir gar nicht aufgefallen. Die schwarze Mine. Okay. Und ich habe die Einstellung wieder nicht getauscht. Okay, Mine graded bei der Welle 10 ab. Das war am Anfang anders. Also als ich das erste Mal gespielt habe. So. Der Wolfsangriff. Warum fliegen die? Ist das normal am Anfang? Ist mir jetzt nur nicht aufgefallen? Okay. Das war jetzt vielleicht nicht ganz so clever. Ja, kann keinen weiteren bauen, oder? Ne, dafür reicht's nicht. Okay, das war anders vorher mit diesen Pots. Okay, jetzt ist meine KD natürlich richtig bescheiden. Was mir im Endeffekt ja egal ist, nur. Joa.
Also dieses Mal lasse ich es nochmal durchlaufen. Und dann werden die verkauft. Das macht nämlich so keinen Sinn einfach. Dann nehmen wir lieber die. Für alle Einheiten, die hier rüberlaufen. Genau, für die, die jetzt kommen. Da werden sie nämlich nicht getroffen von dem Turm und dann geht es. Dann sind sie halbwegs effektiv. Aber danach muss ich auf jeden Fall eine andere Einheit bauen, die ich auch upgraden werde. So, wir haben Welle 10 erreicht, sehr schön. Soul Essence Mine Upgrade completed. Everyone wants to be found. Wir werden zwei Betrachter mitnehmen. Was kann er denn dann noch? Regeneration plus 7%. Ja. Jetzt bräuchte ich die Geier, dafür reicht's nicht, oder? Doch, es reicht. Der Veteranenmechanismus wurde aktiviert, als die Schlacht. Was? Wir stehen aber noch. Ja. So, den können wir auf jeden Fall erhöhen. Den können wir das gut brauchen. Die hängen die da gerade ein bisschen doof. So, wann kommt die nächste? Das kommt bei Level 30 oder Wave 30, besser gesagt. Also wir sind auf jeden Fall bei den Gegnern. Wir haben sie gegen Luft nicht so viel, also das ist so ganz okay. Oh, doch, jetzt kommt was gegen Luft. Oh, ist nicht so gut. Kann ich auch gerade nichts gegen tun. Oh, jetzt mähen sie uns aber nieder. Jetzt könnten wir Luftschlag brauchen. Jetzt haben wir echt ein Problem. Ah, ich glaube, ich habe das im falschen Moment benutzt. So. Mehr davon. Wir brauchen stärkere Einheiten vorne. Deswegen habe ich die jetzt verkauft. Wir können da ein bisschen was mit anfangen. Oh, diesmal werden wir richtig stark zurückgedrängt. Ich könnte noch einen Heiler brauchen, aber dafür reicht's nicht, oder? Gucken wir mal, ob wir irgendwie mit klarkommen jetzt. Okay, der ist platt. Das war sein Spezialangriff. Und jetzt kommen wir so langsam hier raus, aber unser Turm da hinten ist schon ziemlich kaputt. Kann man den auch bauen? Ne, dafür wird es nicht reichen. Noch für einen Geier mehr. Boah, das ist schlecht. Das wird wohl nix. Oh, macht mal ein bisschen kaputt hier. Nee. Meine Güte. Hängen so wahnsinnig hinterher. Nächste Welle kommt jetzt. So, und jetzt wird auch abgegradet. Aber das ist leider, glaube ich, zu spät für uns. Was ist das denn für eine krasse Einheit, Alter?
Sehr schön. Aber die Bärenvorhut werde ich wohl nicht mehr kriegen. Ah doch, also ich habe jetzt keine Einheit gekauft. Das ist genau deswegen, um den zu bekommen. Oh, das reicht nicht. Ich probiere es einfach. Ich setze jetzt alles darauf, dass ich sie noch kriege. Beim nächsten Mal. Und meine Münzen will ich nicht investieren. Bis zum nächsten Mal. Also nächstes Mal heißt nächster Angriff. Na komm, gib mir noch einen von den großen. Aber da kommen wir so gar nicht gegen an. Das ist. Jetzt stehen sie sich gegenseitig im Weg. Wenn ich den nochmal benutzen könnte, aber es geht leider wohl nicht. Vielleicht kommen wir ja doch noch raus mit unseren großen Einheiten. Weil es gerade echt nicht danach aussieht. So, da ich den von den großen gerade keine bauen kann, nehmen wir einen der Heiler noch mit. Hängen sie versteinert. Ach Mann. Ich habe momentlich genug. Den kann ich leider auch nicht upgraden. Oh Mann, jetzt sieht man nur, was sich da fortbewegt. Sag bloß, das wird doch noch was. Er sieht jetzt plötzlich echt danach aus. Machen wir doch jetzt die Einheit. Ich scheiß jetzt auf den Turm. Ne, den wollte ich. Auf einmal geht's in die Richtung, weil wir die großen Einheiten haben, wo wir uns jetzt natürlich drauf verständigt haben. Ah, sehr schön. Es wurde halt auch gesammelt. Könnte ich eigentlich den upgraden? Ach, jetzt kann ich nicht mehr. Das war ja gerade angekündigt. Ja, das sieht doch gut aus. Okay, wir gewinnen. Ich kann keine Einheiten mehr, also keine Fähigkeiten mehr einsetzen. Ich kann nichts mehr verbessern, kann nichts mehr machen. Ich muss es geschehen lassen. Und wir haben tatsächlich gewonnen. Damit hätte ich gewonnen. Also der Typ mit den Wahlen, vermute ich mal, war unser MVP. Nee, war er nicht. Okay. Der sieht man mal, ich habe keine Ahnung. Nächstes Level. Glückwunsch zum Erreichen über Fähnrich Level 24. Du hast folgende Premiere erhalten, den Vorreiter. Den habe ich schon mal gesehen. Ah. Ja. Okay, Rangschutz wurde aktiviert, ja. Also ich arbeite mich im Moment vor. Seit ich wieder angefangen habe, habe ich jedes Spiel gewonnen. Warum auch nicht? Wenn ich jetzt mal weitermachen dürfte, wäre schön. Das dauert mir hier zu lange. Warum kann ich da nicht irgendwo drauf tun, nicht weitermachen kann? Danke. So, diesmal hatte ich eine richtig miese KD. Er hat hier Essenzen und Münzen am meisten. Ja, gut. Warum sieht man bei dem eigentlich die KD nicht? Ach, das steht oben drüber, ne? Ja, ich bin echt dumpf nur. Ja. Achso, kann das sein, dass ich die letzten Male falsch vorgelesen habe? Ja, wahrscheinlich. Dann hatte ich ja doch eher immer eine schlechte. Ja. Ich sag mal nix. So. Lass das einfach mal so kurz auf uns wirken. Ich habe ja auch nie behauptet, dass ich ein guter Spieler wäre.
Und damit würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal zum nächsten Spiel bei God of War Red Tides. Bis dahin erstmal. Ciao.